Ja, herzlich willkommen. Es gibt verschiedene Begrüßungslachen. Während der Corona-Zeit, wo wir uns dann auch mal treffen konnten, da war eben hauptsächlich das asiatische Begrüßen, dass wir so die Hände aneinander legen und uns verbeugen. Ja, im Normalfall im Lachclub sagen wir vorher unseren Namen, sodass der andere auch weiß, mit wem er lacht. Ne? Denn nicht jeden, wir haben teilweise ja draußen auch eine Lachgruppe und da kommen immer mal Leute dazu, die kennt man einfach nicht. Dann darf ich mal mitlachen? Ja, natürlich, gerne. Ne? Und dann, hallo, ich bin der Krio. Oder wir nehmen das an, um so ein bisschen auch nochmal ein bisschen Komik vielleicht da reinzubringen, weil ja, das eine und andere schleicht sich irgendwo doch auch ein, auch wenn wir ja nicht irgendwas mit irgendwelchen lustigen Geschichten machen wollen. Aber ja, wie das so ist. Dabei nehmen wir tief Luft, halten die Luft an, bis wir merken, jetzt können sie raus. Und dann. Oder wirklich so als Asiate. Wie man sich das so, ne, vorurteilsmäßig Es geht natürlich nicht gegen Asiaten, sondern einfach nur, dass wir schauen, okay, was ist am einfachsten für uns, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Wenn wir da so an ein asiatisches Lächeln denken, wunderbar. Ja, oder eben so diesen etwas cholerischen Typ. Oder einfach, hallo, ich bin der Krio, schön mit dir zu lachen. Ja, freue mich. Was für dich gerade am besten passt. Denn das ist ja das Wichtige, dass du in Kontakt mit deiner inneren Herzensfreude kommst. Dann kommt es ja auch wirklich natürlich rüber und dann, ja, merkt der andere auch, ah, das ist wirklich von Herzen gemeint und ist einfach dann auch offener dir gegenüber. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns einmal, ja, in Wirklichkeit begegnen. Danke dir. Denn als Verabschiedungslachen kann man das auch nutzen. Vielen Dank. Schön mit dir gelacht zu haben. Bis zum nächsten Mal.